liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees84 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und jetzt kommen wir zu dem vorletzten Star Wars Steelbook, was es von Zavi exklusiv gibt in der 4K-Version, nämlich Star Wars The Last Jedi, hier einmal in meiner Erstauflage, die ich bekam. Doch leider, wie die erste Auflage meistens so ist, hat die auch eine etwas beschissene Delle und auch ein bisschen schräg. Und auch hier hinten sieht man auch den kaputten Spine. So schaut es ganz so aus. Und ja, habe dann direkt bei Zavi angeschrieben und siehe da, ohne Umschweife bekam ich auch sofort Ersatz und war sogar noch eher da als Star Wars Episode 9. Und jetzt kommen wir hier zu dem Steelbook, was hoffentlich auch jetzt auch unter der Folie auch ganz gewiss geblieben ist. Und so schaut es nun aus. Das vorletzte Star Wars Steelbook. Ich bin so froh, wenn diese ganzen Steelbooks jetzt endlich bei mir sind und das Thema Star Wars endgültig abgeschlossen ist. Und ja, wir haben die auch wieder hier auf der 4K-Disc wieder eine deutsche Tonspur drauf. Auf der Blu-ray leider nicht. Und auf der Bonus-Disc ist, wie gesagt, wieder deutsche Untertitel mit dabei. Und hier haben wir den Film Mehrlauf von 152 Minuten. Der umstrittenste Star Wars-Film aller Zeiten, denke ich mal, wird es auch hier gewesen sein. Denn hier gehen die Meinungen wirklich extrem auseinander. Ich für meinen Teil mag ihn trotzdem, aber ich bin einfach Fanboy. Es gibt eigentlich für mich nichts Schlechtes von Star Wars. So, wir machen mal auf. Und dann schauen wir uns mal dann die Folie an. Die Folie ist gut, ne? So, okay, es schaut schon mal bis jetzt ganz gut aus. Es schaut auch hier ganz gut aus. Und ich hoffe, es bleibt auch ganz gut. Hier schauen wir nochmal die Banderole. Hier mit den neuen Altersfreigaben aus Großbritannien, die natürlich wieder nicht zu den anderen passen. Und dann haben wir hier noch die Inhaltsangabe. Aber wie gesagt, hier die 4K-Disc. Dann hier eben ein bisschen Information über den Film. Im roten Bereich die Credits und hier wie immer die Hinweise, dass man eben einen 4K Ultra HD Player braucht. Warum auch immer das immer dort stehen muss, ich verstehe es nicht. Ohne nochmal die ganzen technischen Daten und das seht ihr auch auf der 4K Ultra HD Disc German. Und ja, so viel dazu und jetzt kommen wir noch zu dem extrem schicken Steelbook. Auch hier haben wir ein extrem schönes Steelbook. Ich muss wirklich sagen, ich finde diese Steelbooks wirklich sehr, sehr schick, haben einen extrem Hochglanz. Das Einzige, was perfekt gewesen wäre, noch eine Prägung, Rahmenprägung und auch der Schriftzug Star Wars, wäre natürlich extrem cool gekommen bei allen. Aber ansonsten sind das wirklich extrem schöne Steelbooks und ich sehe auch schon diesen Druck auch an, gestochen scharf. Und da kann sich auf jeden Fall das deutsche Steelbook dagegen sich mal verstecken, denn das Ganze schaut hier so aus. In einem Hochformat oder Großformat von der Way. Mehr ist leider nicht. Also da muss ich echt, ich liebe diese Kinoplakate extrem sehr und gefällt mir auch richtig gut. Hinten drauf haben wir eben die Captain Phasma und auch hier haben wir keinen Kratzer drauf. Juhu! Und auch das schaut wirklich richtig klasse aus. Das Chrom von Captain Phasma glänzt hier richtig extrem gut und kommt extrem gut rüber auf dem Steelbook. Und schaut wirklich richtig, richtig klasse aus. Von der Ferne schaut es noch besser aus durch diesen Glanzeffekt. Und dann haben wir hier noch den Spine. Und hier auch passt dieser Spine natürlich auch wieder perfekt zu den anderen Episoden-Steelbooks. Jetzt mal Katz. Und dann, ich bin jetzt gerade verwirrt. Meine Güte, das Katzentier. Und dann haben wir hier eben nochmal dann komplett das Außenbereich von dem Steelbook. Und hier innen drin, so schaut das Steelbook eben dann von innen aus mit den drei Discs. Und da gucken wir auch mal rein. Wir haben hier einmal dann die 4K Ultra HD. Wie gesagt, hier ist deutscher Ton vorhanden. Dann haben wir hier die Bonus Disc. Das Ganze schaut hier so aus. Und dann noch zum Schluss haben wir noch hier dann die Blu-ray. Wie gesagt, hier haben wir keine Tonspur mit dabei, aber das ist auch eher irrelevant. So, und innen drin auch nochmal ein richtig schönes, schickes Innenmotiv. Das Ganze schaut hier so aus. Dann der Endkampf
und muss wirklich sagen, das ganze Steelbook finde ich auch wieder richtig schön gestaltet. Und jetzt nochmal für euch nochmal Episode 1 bis 9 in den Steelbook Variation hier. Ich halte es euch mal so in die Kamera rein, wie sie mit dem Spine ausschauen, und muss wirklich sagen, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Macht sehr viel Spaß, das so im Regal stehen zu haben, auch mit diesen verschiedenen Farbperspektiven von den Schriftzügen hier. Ich finde es absolut schön. Und ja, das war auf jeden Fall nun das vorletzte Star Wars Steelbook zu Die letzten Jedi. Wie gefällt euch das Steelbook? Über den Film wollen wir jetzt mal stillschweigen. Ich weiß, viele mögen diesen Film nicht. Und ja, das war auf jeden Fall das vorletzte Video zu den Star Wars Steelbooks. Und demnächst kommt auch noch dann das letzte online. Man sieht sich und bis dahin live long and prosper. Das ist ja gar kein anderes Star Trek. Genau, bis dann. Cheerio. Beep. Und was habe ich wieder vergessen euch zu zeigen? Na klar, das T-Shirt, was es dazu gab. Und so schaut es nämlich ganz aus. Und damit bin ich auch wieder komplett zollfrei davon gekommen mit diesem T-Shirt. Es ist nicht das Schönste. Hinten ist nichts drauf gedruckt. Aber ansonsten Star Wars The Last Jedi. Und das war nun das T-Shirt noch zu Episode 8. Und damit bin ich jetzt wirklich raus. Bis demnächst.